Am Freitag treibt ein kräftiger Wind immer wieder Schauer übers Land. Bei Temperaturen zwischen 2 und 6 Grad sinkt die Schneefallgrenze dabei ab. Oberhalb von etwa 300 Meter Höhe fällt durchweg Schnee, darunter Schneeregen oder Regen. Vor allem im Nordwesten kann es auch mal blitzen. In der Mitte zeigt sich zwischendurch auch mal länger die Sonne, im Süden und Richtung Nordsee bleibt es meist trüb. Am Samstag wird es mit Dauerfrost im Süden und 5 Grad an der Küste bereits kälter. Vor allem im Norden weht ein kräftiger Wind. Dabei ziehen nach wie vor Schnee- und Regenschauer übers Land, die aber längst nicht alle treffen. Durchweg trocken sieht es vor allem im Südwesten aus. Dort lässt sich auch die Sonne am längsten blicken. Am Sonntag ist es zunächst trocken und ruhig. Im Laufe des Tages ziehen von Westen her kräftige Schneefälle auf, die im Flachland im Verlauf in Schneeregen und Regen übergehen. In der neuen Woche fällt im Süden bei milderem Wetter eher Regen als Schnee, im Norden sind nach wie vor Flocken dabei. Im Verlauf wird es auch im Süden wieder kälter.